Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Aline Bachmann. Und ich bin nur durch eine YouTuberin habe ich wieder so gedacht, yo, ich mache mal wieder was gegen die. Diese YouTuberin hat den wundervollen Namen Charlene Myers. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, bitte töte mich nicht. Okay, fangen wir direkt an. Aline Bachmann, Menschen wie du beleidige ich eigentlich in einer Marathon-Tour. Aber ich versuche es mal ruhig und besinnlich. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Die Gewichtsabnahme ist ja schön und gut, aber aus eigener Kraft hast du es nicht geschafft. Toll, dass du eine Magenverkleinerung hast machen lassen. Eine Magenverkleinerung kann einige Nachteile nach sich ziehen. Es wirkt manchmal nur vorübergehend. Bei dieser Untersuchung wurden Patienten untersucht, die einem Magenbypass, einem Magenband oder sich einer Magenschlinge-Operation unterzogen hatten. Die Teilnehmer, die sich der Roux-NY-Magenbypass-Operation unterzogen hatten, zeigten die besten Ergebnisse. Sie hatten 10-17% mehr an Gewicht verloren als die Menschen mit einem Magenband oder einer Magenschlinge-Operation. Nur 3,4% der Magenbypass-Patienten legten wieder das alte Gewicht zu, das sie 10 Jahre nach ihrer Operation verloren hatten. In den ersten 2 Jahren nach der Operation nehmen die Menschen stark ab und sind dementsprechend glücklich. In den ersten 2 Jahren nimmt man schnell ab und alle sind glücklich, aber danach kommen die Kilos dann wieder in großen Mengen zurück. Ungesunde Nahrung sabotiert den Eingriff und führt dazu, dass man letztlich doch wieder dicker wird. Das, was ich vorgelesen habe, war eine Studie aus dem Jahre 2008. Das ist 12 Jahre her. Es kann zu Komplikationen kommen oder zum Tod. Die folgenden Dinge können passieren nach einer Magenoperation oder Verkleinerung. Wundinfektionen, Blutungen, Verdauungsprobleme. Lungenembolie, undichte Nähte, Vitaminmangel, Bauchfellentzündung, Darmdurchbruch und sogar das Risiko zu sterben. Man sollte sich auch bewusst sein, dass ein Magenbypass eine freiwillige Operation ist, die an einem an sich gesunden Menschen ausgeführt wird. Menschen mit extremem Übergewicht haben ein stark erhöhtes Risiko für zahlreiche gesundheitliche Probleme. Naja, sie befinden sich aber auch nicht in akuter Gefahr. Die Kosten für eine derartige Magenverkleinerung sind hoch. Magenverkleinerungen sind eine Methode, die immer mehr Menschen nutzen. Diese Methode ist allerdings auch kostspielig und sie wird nicht immer vergütet. Ob man als Versicherter eine Magenbypass-Operation vergütet bekommt, hängt von einigen Faktoren ab. Ob man dick genug ist, der BMI sollte da über 40 sein, ob man körperlich gesund genug ist, um sich der Operation zu unterziehen, ob man schon andere Versuche unternommen hat, um sein Übergewicht loszuwerden, ob einen der behandelnde Arzt positiv für die Operation einschätzt. Falls dies nicht der Fall ist, dann kann man sich eine Operation auf Kosten der Krankenkasse abschminken und wird die Operation selbst bezahlen müssen. Und so ein Mangelbypass ist nicht gerade billig. Der Eingriff kostet normalerweise zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Die meisten Menschen verfügen vermutlich nicht über solche Beträge auf ihrem Sparkonto oder wollen es zumindest nicht für eine Operation opfern. Ich persönlich würde mein Geld lieber in Revdevs Kackstudie investieren, statt einfach so eine Magen-OP bezahlen zu wollen. Nach einigen Jahren gibt es einen Rückfall. Ein Magenbypass ist nicht immer das Wundermittel, das sich Menschen mit extremem Übergewicht erhoffen. Wie du bereits in diesem Artikel lesen konntest, ja, ich habe einen Artikel genommen, nimmt eine Gruppe von Patienten im Laufe der Jahre wieder an Gewicht hinzu. Bei einigen Patienten dehnt sich der Magen mit der Zeit wieder aus, wodurch sie wieder mehr Nahrung essen können, bevor sie sich satt fühlen. Bei Menschen, die sich einer Magen-Bypass-Operation unterzogen haben, kommt es häufiger zur Bildung eines sogenannten Gewichtsplateaus. Auch davon abhängig, wie lange man Übergewicht hatte und wie alt man ist. Die Ursache des Problems verschwindet nicht. Ein weiterer wichtiger Nachteil einer Magenverkleinerung ist, dass man damit nicht die zugrunde liegende Ursache des Problems angeht. Und auch wenn der Magenbypass dabei hilft, dass man erheblich an Gewicht verliert, kann dennoch das Gewicht wieder zurückkehren, wenn diese Ursache dafür bestehen bleibt. Wenn man dazu neigt, sich immer etwas zu sehr mit Essen vollzustopfen und bei jeder Mahlzeit noch einen Extrahappen zu sich nimmt, wird sich der Magen wieder ausdehnen. Mit der Zeit wird man dann wieder immer mehr essen und dies wird ausreichen, um langsam wieder an Gewicht zuzulegen. Auch Sprüche wie "Iss weniger, beweg dich mehr" sind nicht sehr zielführend und auch nicht wirklich wahr. In den meisten Fällen liegt das Problem ein Trauma zugrunde. Untersuchungen haben gezeigt, dass Opfer von sexuellem Missbrauch in der Kindheit ein viel höheres Risiko laufen, um im Erwachsenenalter an Obesitas zu leiden. Eine groß angelegte Studie mit 57.000 Frauen kam zu dem Schluss,
dass diejenigen, die als Kind psychisch oder sexuell missbraucht worden waren, eine doppelt so große Wahrscheinlichkeit hatten, um an Obesitas zu erkranken, wie andere Teilnehmer. Frauen berichteten bei der groß angelegten Studie, dass sie sich selbstsicherer fühlten, als sie dicker waren. Sie fühlten, dass ihr extremes Übergewicht dabei half, sexuelle Annäherung von Männern abzuwehren. Das Traurige dabei ist, dass diese Menschen völlig zu Unrecht von der Gesellschaft als faul und dumm abgestempelt werden. Das Beste ist darum sehr wahrscheinlich der Gang zum Psychologen. Okay, der Arzt hat dich kostenlos operiert, um Fett absaugen zu lassen. Arzt, kostenlos, Operation, das glaubst du wohl selber nicht. Die OP wurde, wie du sagst, gesponsert. Wahrscheinlich von den gleichen Leuten, die du vorher mit Shape-Aid-Pillen verarscht hast. Apropos Shape-Aid-Pillen, Aline, du hast ja mal Werbung dafür gemacht. Weißt du was? Mal eine Person, vielleicht aus deiner Community, passiert es? Nee? Soll ich dir sagen? Okay, diese Person ist an Bulimie erkrankt! Durch die Shakes mit 200 Gramm, die man dreimal am Tag nehmen sollte. Der Mensch braucht im Durchschnitt 1800 bis 2400 Gramm am Tag. 600 durch Shakes sind ein Drittel. Danke, Aline, dass du natürlich nicht auf die Gefahren von dieser Art von Abnehmoption aufmerksam gemacht hast. Hauptsache Geld für Werbung bekommen. Ich soll keinen Hass oder Neid bei dir schieben. Neid, kein Problem. Alles, was du hast, ist wahrscheinlich eh verpestet durch deine widerliche Art. Hass. Okay, ich hasse dich, weil du deine Zuschauer diese Pillen präsentiert hast, ohne auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Zudem bist du arrogant, du bist auch freundlich und nett im Internet. Dass alle YouTuber sowas wie eine Familie sind. Wenn ich auch nur zu 1% ein Verwandter von dir bin, dann mach ich den Kurt Cobain und baller mir die Rübe weg. Du hast damals Videos mit Behinderten gemacht, um Klicks generieren zu können. Und zu guter Letzt hast du einen krebskranken Junge vor seinen Tod verarscht. Dieser Junge ist wahrscheinlich mittlerweile gestorben. Und wisst ihr was? Dieser Junge von Aline Bachmann wollte. Er wollte vor seinem Tod Andreas Gabalier treffen, seinen Lieblingsmusiker. Aline tut so, als hätte sie es mit ihrer Community geschafft, eine Connection zum Label von Andreas Gabalier zu schaffen. Die Eltern von Lukas haben Aline wochenlang versucht anzuschreiben, anzurufen, nur um zu erfahren, wann Andreas für Lukas da sein könnte. Was macht Aline? Sie ignoriert alles und hält einfach die Fresse! Sorry, dass ich ein bisschen emotional am Ende wurde. Hier kommen noch ein paar Diss-Tracks-Lines von Graftiff, die ich ein bisschen zusammengekattet habe aus einem 15-Minuten-Diss-Track. Könnt ihr auch gerne mal den ganzen Track hören, ich mache sozusagen nur das Best-of rein. Alles ist verlinkt, die Studien und die ganzen Dinge von Graftiff. Vielen Dank, tschüss. Nimm lieber wieder Shape-Aid-Pillen, dann ist der Stress erstmal weg, weil du wieder abnimmst und wegen dir. Betreibe dich Fettshaming, ist aber nicht so schlimm, wie die Zuschauer zu manipulieren, sich in die Opferrolle zu stellen, andere als Hetzer darzustellen und zu guter Letzt Behinderte zu mobben, das ist dein Leben. Alles, was du in den sozialen Medien machst oder sagst, ist positiv, aber privat bist du einfach das größte Mischstück, verdammt. Aline Bachmann, schäm dich, du beleidigst ehemalige Fans. Als widerliche Krüppel willst du mich verarschen. Du verlangst Akzeptanz und gibst selber davon nichts ab. Ist klar, du bist ein schmarotzer, widerlicher Mopper. Und zu guter Letzt ein menschliches Opfer. Dann willst du mir anhängen, dass ich selber nicht besser bin. Nein, natürlich nicht. Habe ich das jemals abgestritten, aber im Vergleich zu dir verändere ich meine Persönlichkeit im Internet nicht. Um viele Menschen zugefallen und viele gute Menschen zu manipulieren. Genau, Persiex ist natürlich darauf aus, mit jedem Beef aufzubauen. Aber du, Mausbehinderte, ist ja was völlig anderes. Aline Bachmann, du bist menschlicher Abfall. Gewissen ausstellen ist für dich kein Problem. Zuschauer in die Fresse lügen und Kritik löschen. Standard bei der Fotze. Aline Bachmann, du bist menschlicher Abfall. Gewissen ausstellen ist für dich kein Problem. Zuschauer in die Fresse lügen und Kritik löschen. Standard bei der Fotze. Du willst also nicht über Menschen urteilen, wie interessant. Nennst aber eine körperlich beeinträchtigte Person Krüppel A? Da frage ich, bist du geistig behindert? Nee, jetzt mal ehrlich, bist du das vor allem? Aline Bachmann, du bist eine widerliche Missgestalt. Du verarschst einen Jungen, der Krebs hat und wahrscheinlich den Kampf verlieren wird. Er teilt sich damit an, dass dieser Junge seinen Star treffen will. Da hat Aline einen Insta-Post gemacht, wo sie geschrieben hat, sie habe es dank ihrer Community geschafft, den Star zu kontaktieren. Doch wie die Realität aussieht, ihr könntet euch schon denken. Einfach die Fresse halten und niemals antworten und den Instagram-Post löschen. Vor allem, ihr müsst euch das mal vorstellen, ihr habt Krebs. Und dann kommt Aline zu euch, sagt, hey, du kannst deine Idol treffen, kein Problem. Sie schenkt dir Hoffnung und Freude, aber dann blockt sie jeden Kontakt ab. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit, bis du stirbst, ha? Was ist der letzte Gedanke gegen diese Schlampe?
hoffentlich ist der letzte Gedanke. Fick dich, Aline Bachmann, du menschliche Ratte. Meine letzte Wache, nicht beim nächsten Fehltritt werde ich dich verschwinden lassen. Hoffentlich ist der letzte Gedanke. Fick dich, Aline Bachmann, du menschliche Ratte. Meine letzte Warnung an dich beim nächsten Fehltritt werde ich dich verschwinden lassen. Ich habe mal eine Frage, was wurde aus dem kleinen Leukämie-Erkrankten? Hä? Den du seinen letzten Wunsch über Instagram erfüllen wolltest. Ach ja, gar nichts, der Junge wollte nur Andreas Gabayeh vor seinen Tod treffen. Aline hat behauptet, ihre Community hätte es in die Wege geleitet. Doch dann kam nichts. Der Junge und seine Familie haben dich tagelang angerufen und versucht zu kontaktieren. Du hast sie blockiert, den Insta-Post gelöscht und ignoriert. Hä? Macht man das so? Der Junge ist wahrscheinlich leider mittlerweile krepiert. Hoffentlich denken die Freunde und Familie schlecht über dich, denn du bist wie die Boss-Bitch-Persönlichkeit plastisch. Rede es ist klein, dass diese Dame ihre drei Kinder während der Stay-at-Home-Phase alleine unterrichtet hatte. Und du sagst, müssen muss sie das nicht. Sie könne die Kinder ins Kinderheim geben. Boah, ganz ehrlich, ich will, dass du heute stirbst. Macht es nicht irgendein Beamter, begehe ich Selbstjustiz gegen Aline Bachmann. Fassen wir ihre persönliche YouTuber zusammen. Verlogen, verdreht, Tatsachen spielt Opfersucht. Mitleid ist gegen Mobbing, aber betreibt die mit selbigen. Wenn Kritik zu stark wird, beginnt Anwalt und Veröffentlichung privater Infos gedruckt. Meine Frage an all ihre Fans: Wie können sie sowas nur gut heißen und unterstützen? Ich befolge nur Satans Befehl und werde dich mit in die Hölle ziehen. Du wirst der Verfolger, Gerede misshandelt. Dann wirst du äußerlich so aussehen wie deine Dreckspersönlichkeit. Dieser Rhythmus bleibt für die verdammte Ewigkeit. Damals standst du noch für Comedy und heute tust du so, als hättest du Poesie. Deine Stimme ohne Emotionen, aber der deine Songs mischt. Pack Fake-Emotionen rein, damit du deine gutmütige Community von deiner Scheiße überzeugen kannst. Jeder Track von Leuten geklaut, die wirklich Emotionen haben. Du verlangst ihren Text, wie sieht es aus mit der Bezahlung? Hä? Wie eine Chipspackung, 50% heißt der Love. Nach diesem Track wirst du hoffentlich auf ganz YouTube als Nutzer eingestuft. Du bist und bleibst eine menschliche Missgeburt. Also Leute, falls ihr das seht, teilt es einfach. Die Wahrheit gegen Aline soll weiter ans Licht kommen. Und Aline, das kannst du nicht striken, das ist künstlerische Freiheit!